Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Das letzte Mal reines JavaScript. Nächstes Mal geht es dann wahrscheinlich weiter mit irgendeiner neuen Serie in dem Bereich. Vermutlich mache ich jQuery, weil das einfach eine unglaublich wichtige Bibliothek heutzutage ist. Und ja, wenn ihr noch Fragen oder vor allem Themenwünsche habt zu reinem JavaScript, also nicht irgendwelchen Bibliotheken, dann könnt ihr mir die sehr, sehr gerne schreiben und ich mache dann noch nachträglich ein Video dazu. Das gilt natürlich auch für die anderen Serien meistens, zumindest allermeistens, ja. Okay. Fangen wir direkt mal an. Heute geht es um Datum und Uhrzeit. Das hier brauchen wir nicht mehr. Mit Federn sollte man nicht so freizügig um sich werfen, wie wir das gemacht haben. Und zwar, was wir machen wollen, ist, wir wollen heute Daten generieren. Warum wollen wir das? Zum Beispiel, ihr erinnert euch an die Cookies. Da gibt es Möglichkeiten, die Zeit zu setzen. Und es macht natürlich Sinn, irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel das Cookie auf 2 Wochen Lebenszeit oder sowas zu setzen, nicht fest auf ein Zukunftsdatum, denn in 2 Wochen müsstet ihr dann eure Webseite umschreiben. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Deswegen solltet ihr wissen, wie Zeiten und so weiter funktionieren. Okay, wie machen wir das Ganze? Wir können einfach uns ausgeben lassen über einen, zum Beispiel window.alert, wer hätte es gedacht, einfach mal das Date ausgeben lassen. Dates sind auch Objekte und deswegen einfach nur so ein Date, Klammer, Klammer, ohne new. Das ist tatsächlich auch eine Funktion. Wenn ich das jetzt hier so ausgeben lasse, dann steht hier Donnerstag, 3. November 2016, 15.24 Uhr und 18 Sekunden GMT plus 1. Das ist meine Zeitzone, weil wir hier in Deutschland sind. Das ist unsere Zeitzone und das ist tatsächlich das heutige Datum mit der exakten Sekundenanzeige. Wow, wer hätte es gedacht? Und das geht so schnell. Ist ja wunderbar. Was für ein... Naja, okay. Wie wir hier gerade schon gesehen haben, über new sollte man das eigentlich drehen. Und ich mache das jetzt mal tatsächlich oben drüber über eine Variable x, wieder mal new date, Semikolon. So, und jetzt gebe ich mal x aus. Das ist im Prinzip genau dasselbe, aber wir haben das jetzt schöner gemacht über new, so wie man es eigentlich mit Objekten machen sollte. Und was wir jetzt hier reinpacken können, ist genau das, was wir machen sollten oder... Ja, wir wollen nicht unbedingt ein Datum kreieren, das genau immer heute ist oder genau die aktuelle Uhrzeit, sondern wir wollen es eventuell mal auf wann anders schreiben. Zum Beispiel auf 10 Tage in der Zukunft oder sowas. Und das macht man anders. Wenn wir mal hinten dran, hinter das Date gehen, also hinter New Date, dann steht hier, wir können uns einzelne Sachen rausziehen. Also das ist ja quasi ein Objekt und das hier sind jetzt alles meine Methoden auf diesem Objekt. Nur nochmal kurz als Wiederholung. Wir können uns hier getDate, wir können uns getDay machen, wir können, also das ist das komplette Datum, das ist tatsächlich nur der Tag, das ist das Jahr, das sind die Stunden, die Millisekunden und so weiter und so fort. Und jetzt schauen wir uns einfach mal ganz kurz an, was mir .getMilliseconds bringt. Schauen wir uns mal kurz an hier und wir geben es aus, 732, das ist definitiv nicht das, was wir wollen, denn Millisekunden oder wenn man das Datum in Millisekunden misst, dann gibt man normalerweise an, man hätte es gerne so und so viele Millisekunden nach dem 01.01.1970 um 0 Uhr, weil man dort offiziell begonnen hat zu zählen digital, also mit der Zeit. Deswegen bringt uns getMilliseconds nichts, aber wir können über diese Methoden hier die einzelnen Sachen hier rausziehen sozusagen. Wie wir das bekommen, ist nämlich einfach hier .getTime. GetTime liefert mir dann diese komische Zeit hier in Millisekunden seit dem 01.01.1970 um 0 Uhr, 0 und 0 Sekunden. Und das brauche ich jetzt tatsächlich, um damit ein bisschen Mathe zu machen. Jetzt habe ich das Ganze in Millisekunden. So, jetzt überlegen wir uns mal, wenn wir das Ganze jetzt weiter drehen wollen sozusagen, also wir wollen in ein paar Wochen, zum Beispiel in, keine Ahnung, in 10 Wochen, da machen wir hier einfach eine Variable y ist gleich x plus. So, und jetzt müssen wir, sagen wir mal, in einer Woche, es sind 7 Tage, ein Tag hat 24 Stunden, das heißt, hier haben wir jetzt die Stunden, mal 60 haben wir die Minuten, nochmal mal 60 haben wir die Sekunden und am Ende mal 1000, dann haben wir die Millisekunden. So, und jetzt haben wir hier in y das Datum drin, was genau heute in einer Woche ist. Das heißt, ich kann jetzt hier y ausgeben, aber es sieht halt immer noch ein bisschen hässlich aus, wenn ich das ausgebe, nämlich hier burp. Naja, ist nicht ganz so das Hübscheste. Was man deswegen macht, ist folgendes. Man kreiert sich ein New Date und New Dates kann ich kreieren anhand von zum Beispiel einer Anzahl an Millisekunden, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Und dann gebe ich das Ganze hübsch aus.
Am Donnerstag, den 10. November um 15.30 Uhr und 23 Sekunden, was jetzt genau in einer Woche ist. Aber ich kann hier auch andere Sachen reingeben in diese Klammern. Also wenn ich nichts reingebe in die Klammern, dann ist es tatsächlich heute. Wenn ich Millisekunden reingebe, dann wird es als Millisekunden seit dem 01.01.1970 gelesen. Und wenn ich hier andere Dinge reingebe, wie zum Beispiel einen Zeitstring, also sowas wie November, der 10. war es, glaube ich, und zwar 2016, das ist jetzt die englische Art und Weise, das zu schreiben. Man kann es auch bei uns ganz normal schreiben, 12 Uhr 00 und 0 Sekunden, dann kriege ich hier auch ein vernünftiges Datum raus, mit dem ich arbeiten kann. Dann steht hier zum Beispiel auch Donnerstag, 10. November, 12 Uhr und so weiter. Ich kann hier aber auch die deutsche Art und Weise schreiben, also 10. Nov 2016, 12 Uhr. All das wird automatisch richtig interpretiert, ohne dass ich hier irgendwelche kompletten Probleme damit habe. Aber ihr könnt es auch ganz normal als ohne irgendwelche Klammern, also ohne String oder sowas, könnt ihr das auch angeben. Und zwar zuerst das Jahr, dann der Monat. Achtung, die Monate laufen von 0 bis 11, soweit ich das weiß. Also in unserem Fall wäre das dann 10, wenn wir November wollen. Ist ein bisschen ungewöhnungsbedürftig. Dann Stunden, sagen wir einfach mal 12, Minuten, 0 Sekunden, ups, ohne Komma, Sekunden auch 0 und Millisekunden auch 0. So, und dann schauen wir einfach mal, was das jetzt hier ist. Das ist nämlich dann der Samstag, der 12. November um 0 Uhr. Ups, da habe ich mich wohl vertan um ein... Ja, klar, ich habe die Stunden bzw. die Tage vergessen hier. Naja, macht ja auch nichts. Einfach 10 hinten dran schreiben und schon habt ihr quasi die Möglichkeit, hier euer Datum so zu generieren. Das heißt, ihr habt jetzt hier sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, euer Datum zu generieren. Aber am sinnvollsten ist es, wenn ihr irgendwie nicht heute wollt, dann addet ihr einfach hier sozusagen, ihr nehmt die GetTime-Methode, habt die Sekunden seit dem 01.01.1970 und dann geht ihr einfach so weit in die Zukunft, wie ihr es wollt, nämlich 7 Tage, zum Beispiel jetzt 24 Stunden, 60 Minuten, 60 Sekunden. Und dann nochmal 1000 für die Millisekunden und schon seid ihr eine Woche im Voraus. Ihr könnt hier natürlich einfach das alles manipulieren, wie ihr es braucht. Okay, das war's von Zeiten und Tagen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch die ganze Serie hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr es nicht schon getan habt. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es um wahrscheinlich jQuery geht. Aber ich weiß noch nicht genau, was ich machen werde. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und habt viel Spaß. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.